Hey Leute, das ist ganz am Willkommen bei WTN Germany. 41 Fahrgäste aus defekter Rüdesheimer Seilbahn gerettet. Großeinsatz an der Seilbahn in Rüdesheim, nachdem sich die Bahn nicht mehr bewegte, mussten Höhenretter die Menschen aus den Gondeln befreien. 41 Insassen hatten Teilstunden in bis zu 14 Metern Höhe aus. Die Seilbahn von der Rüdesheimer Altstadt zum Niederwalddenkmal ist am Freitagabend gegen 17.30 Uhr wegen eines technischen Defekts stehen geblieben. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Weil es Probleme mit der Hydraulikanlage gab, konnte auch der Notbetrieb nicht laufen. Um die 41 Fahrgäste zu retten, war ein Großangebot an Sicherheitskräften vor Ort. Laut Feuerwehr waren dafür Seilbahn- und Höhenretter an der knapp 1,4 Kilometer langen Bahn im Einsatz auch ein Hubschrauber war vor Ort. Die Menschen saßen demnach für ein paar Stunden in den bis zu 14 Meter hohen Gondeln fest. Rettungskräfte betreuen ängstliche Fahrgäste. Die Personen, die ihr ängstlich sind, wurden sofort von speziellen Rettungskräften betreut, sagte Michael Eresmann, Pressesprecher der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes im Rheingau-Taunus-Kreis. Gegen 21 Uhr wurden sämtliche festhängenden Insassen sicher zu Boden gebracht. Verletzt wurde niemand. Hey guys, this is Gansham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.